Ja, moin zusammen. Wir testen ja die Alltagstauglichkeit der Seat Mii Electric. Und heute fahren wir mit dem Seat zum Getränkemarkt. Ja, da habe ich mal so geguckt, was wir im Keller haben. Leergut ist ja eine äußerst wertstabile Anlage und ich finde, das ist relativ alltagstauglich, was wir hier jetzt haben. Das hat so eine normale vierköpfige Familie, glaube ich, im Keller. Das sind zwei Kästen Bier oder so Mischgetränke. Das sind drei Kästen Wasser plus auch so ein sowas. Das sind die gesammelten Objekte in meinem beliebten Erdbeerkörbchen. Ja, und jetzt haben wir hier ja einen Kleinstwagen. Der ist wirklich klein. Und ich bin dafür auch kritisiert worden, dass ich den Kofferraum bisher nur so gezeigt habe. Und so haben wir schon Probleme, die Schulranzen meiner Kinder hier reinzukriegen. Und wenn man das jetzt sieht, kriegen wir hier so, oh, das ist Glas, das ist ein bisschen schwerer, zwei Kästen Wasser rein. So, jetzt haben wir aber viel, viel mehr. Jetzt gucken wir erstmal, wie viel passt denn in den Kofferraum, wenn wir hier, so, und jetzt schauen wir mal, wenn wir diesen Ladeboden hier rausnehmen, dann kommen hier die Ladekabel zum Vorschein. Den kann man jetzt nach unten setzen. So, jetzt drückt das hier aber. Nehme ich mal die Ladekabel raus. Die tue ich mal hier so rein. Das geht nämlich auch. So, jetzt habe ich nur noch das Teil und das tue ich hier so mal rein. Jetzt haben wir das hier verstaut, eigentlich ziemlich gut. Und jetzt gucken wir mal, wie viel wir jetzt hier reinkriegen. So, jetzt fangen wir mal an mit dem Bier testen. Ja, nicht schlecht. So, einen zweiten. Und ja, jetzt bauen wir das hier mal raus. Hier einfach mal so hängen und jetzt gucken wir mal, ob da die Wilsa-Kästen noch drüber gehen. Wow, nicht schlecht. So, zwei Kästen Bier, zwei Kisten Wasser. Geht's jetzt zu? Jo, Respekt. Nicht so schlecht. Jetzt haben wir hier nur noch das stehen. Ja, das könnten wir jetzt auf die Rücksitzbank machen. So, wir können hier natürlich auch noch umklappen. Das hier mal. So, zack. Wenn ich den Kindersitz jetzt hier nach vorne werfe, dann muss ich einmal rumlaufen. Das Auto. Jetzt können wir hier auch noch umklappen. So, und jetzt haben wir wirklich Platz für noch eine Kiste Wasser. Und auch, oh, das geht nicht. Das passt jetzt nicht mehr durch. Das passt jetzt nicht mehr durch. Müssen wir wieder ums Auto gehen. Aber das Erdbeerkörbchen findet auch Platz. Jo. So. Machen wir mal ab.
Das sieht auch gut aus. Ja, dieser Seat Mii, ich will mich mal ein bisschen konzentrieren hier, der hat also keine Rückfahrkamera. Das ist irgendwie das Einzige, was ich an diesem Auto vermisse. Und dann die Konnektivität, dass ich mein Spotify hier nicht auf das Radio oder das Infotainment-System spiegeln kann. Das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten finde ich den richtig gut. Passt ja auch einiges rein und den könnt ihr auch mieten. In der Langzeitmiete. Also es ist nicht nur Kauf oder Leasing eine Option. Ist natürlich ein bisschen schwer verfügbar, der Wagen. Aber die Firma Maske hat, glaube ich, noch welche. Ja, das ist kostengünstig, flexibel. Ja, und für Unternehmen braucht man und auch für Privatleute wenig Kapital binden. Und ja, das bietet sich auch als Zwischenlösung einfach an, wenn man auf ein Auto wartet. Und das ist ein schönes Ding hier. Ja, also wir fahren zum Getränkemarkt. Jetzt haben wir doch ganz schön viel gekauft, mehr als wir hergebracht haben, also 4 Kisten Wasser, 2 Kisten Bier und eine kleine Kiste Wasser hier und unser Erdbeerkörbchen haben wir natürlich auch wieder dabei und so sieht es hier drinnen aus. Das tun wir, ja, so da mal hin, ganz unsanft, ja, das sollten wir aber mitkriegen. So, fangen wir mal an hier. So, Maske ab. Jetzt will ich euch mal was zeigen hier, was wir mal ausprobieren könnten wieder. Wir haben jetzt hier noch 34 Kilometer Restreichweite. Wir haben 145 Kilometer sind wir gefahren, so dass wir wieder die Reichweite schaffen sollten, wie wir sie also geschafft haben mit ca. 190 Kilometern. Ich fahre ja ganz normal mit Heizung, ohne jetzt rum zu ökologisieren. Das macht demnächst Holger. Und ich möchte jetzt eigentlich noch einmal an den Schnelllader fahren, um da zu gucken, ob er jetzt mit mehr als mit 22 kW oder so laden kann. Denn das interessiert mich mal wirklich. Viele haben von euch schon geschrieben und das im Prinzip vorweggenommen. Nein, er kann es nicht. Er lädt so gut wie nie mit 40 kW, aber ich will es jetzt selber nochmal probieren. Ich bin neugierig. So, und der Schnelllader von der Telekom, der ist hier gleich um die Ecke. Und jetzt die Frage, warum ist das eigentlich so wichtig, dass der jetzt schnell laden kann? Reicht doch so 20, 22 kW. Ja, ich finde, das ist eine ganz entscheidende Frage, ob ein Auto schnell oder langsam laden kann. Die Zoe lädt zum Beispiel ohne Schnelllader mit 22 kW. So, wenn ich jetzt so ein Auto wie diesen hier verkaufe mit CCS und sage, der lädt bis zu 40 kW, aber in Wahrheit lädt er nie schneller als 22 kW, dann ist das irgendwie Etikettenschwindel. Dann müsste ich sagen, muss ich das ausweisen und sagen, ja, normal lädt er mit 20, vielleicht mal 30 kW, aber dann zu schreiben, bis zu 40 kW, das ist so wie bis zu 70% Rabatt. Da gucken wir jetzt nochmal, wo der Akku jetzt wirklich leer ist und wir unter ein Viertel sind, ob er jetzt schneller den Strom da aufnehmen kann. Beim letzten Mal habe ich den Akku richtig warm gefahren. Dann haben einige geschrieben, ey, das ist jetzt zu warm gefahren. Also zu kalt nimmt der Wagen wenig Energie auf
und zu warm dann auch nicht. Und der Wagen hat kein Thermalmanagement, das heißt, er heizt den Akku nicht künstlich auf und er kühlt ihn nicht, wenn er zu warm ist. Ja, so dass es wahrscheinlich irgendwie ein Sechser am Lotto ist, wenn man die genau, den genauen State of Charge erwischt. Also, ja, und das war's schon. Ich meine, ich drehe mal um. So, hier steht schon jemand, aber da können wir ja noch nebenfahren. Ja, probieren wir mal. So. AC Typ 2. Jetzt kann ich hier nur AC laden. Ja. Da muss ich jetzt das Kabel raustüdeln. Ja. Oh. Ja, Leute, so sieht die Realität noch aus mit dem deutschen Ladenetzwerk. Ich könnte jetzt zu mir in die Firma fahren, da hätte ich einen Schnelllader, oder nach Ritterhude. Und dazwischen gibt es gar keine Schnelllader hier. Da könnte ich mich jetzt ja, an eine öffentliche Säule stellen. Da braucht der, bis der halbwegs voll ist, braucht der irgendwie 3, 4, 5 Stunden. Da lädt er ja nur mit 3,6 kW. Da macht er keine 11 kW oder so. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das heißt, mit dem Auto ist man eigentlich angewiesen auf die Schnelllader, weil der AC so langsam lädt. Ja. Das ist die Realität, wie das aussieht auf deutschen Straßen. Und wenn wir da nicht irgendwie was tun für die E-Mobilität und das Ladenetzwerk ausbauen und jetzt kaufen alle die E-Autos, dann nimmt der Druck an der Ladesäule unendlich zu. Und deswegen finde ich, dass auch so ein Auto hier wie das Seat Mii mit 11 kW wenigstens laden können sollte und dass die vernünftige Bordlader verbauen sollte, die Industrie. Ja, aber wenigstens passt viel rein. Und ja, dann lade ich ihn wohl heute Nacht mal an der Schokodose. Und da gucken wir mal, wie lange das dauert und ob er morgen früh voll ist. So, ich höre jetzt schon einige von euch sagen in den Kommentaren: Dennis, das ist doch keine Werbung für die E-Mobilität, was du hier machst. Und das ist ja auch keine Werbung jetzt für Volkswagen, dass du zeigst, dass er irgendwie nur so langsam laden kann und darüber sprichst. Ey Leute, ich bin hier nicht angetreten, um Werbung für E-Mobilität zu machen. Das missverstehen einige. Ich finde das total cool, mit Strom zu fahren. Und ich glaube, dass wir CO2 reduzieren müssen und dass das der richtige Weg ist. Aber ich mache das, um echt zu zeigen, wie das wirklich ist. Wie so das reale Leben ist und wie die Autos auch sind. Und ja, also da gibt es noch viel zu tun. Die Ladegeschwindigkeiten müssen hoch bei den Autos, auch an normalen AC-Ladern. Renault, finde ich, hat das sehr gut vorgemacht mit den 22 kW Wechselstrom mit der Renault Zoe. Und ja, wir müssen massiv ausbauen. Ich meine, dass da jetzt so ein Lader steht, das ist ja im Prinzip voll lächerlich da so eingebaut. Und dass wir in Bremen-Nord hier ein Gebiet mit der Shepherds hier, glaube ich, ganz schön, dass wir in einem Gebiet mit 100.000 Einwohnern 3 Schnellladepunkte haben, da passt ja wohl was nicht. Und ja, das ist eine schöne große Aufgabe für die Politik. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir dafür einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss. Das Schokoladekabel, da können wir mit an eine normale Haushaltssteckdose gehen. Blinkt grün. Und jetzt das Schokokabel rein. So, er lädt. Mal gucken, wie lange er braucht.
leuchtet auch grün. So, und jetzt braucht er 10 Stunden und 30 Minuten. 10 Stunden und 30 Minuten braucht er mit einer Schuko-Steckdose.